Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video von TCH Support. Dieses Video richtet sich wieder an Einsteiger von GIMP und zeigt euch eine Grundlage, nämlich die Oberfläche von GIMP. Wir zeigen euch, wie GIMP aufgebaut ist von der Oberfläche und die Bedienung. Zunächst einmal sehen wir hier GIMP, so wie es etwa aussieht, wenn es nach der Installation gestartet wird. Und was vielleicht einigen schon auffällt, ist, dass wir mehrere Fenster hier haben. Und wir beginnen einfach einmal mit dem wichtigsten Fenster, diesem Fenster, dem in der Mitte, das eigentliche Programm von GIMP. Zunächst einmal haben wir hier eine Menüleiste, die Zeichenfläche, auf der wir das Bild sehen, das wir eigentlich dann bearbeiten. Dann ist hier oben noch ein Lineal. Hier unten sind noch einige Einstellungen zur Größe der Anzeige und es gibt noch ein paar Knöpfe, wie zum Beispiel hier die Schnellmasken oder hier oben das Bild vergrößern, wenn die Fenstergröße sich ändert. Das Wichtigste ist aber hier wohl die Menüleiste. Wenn wir über die Oberfläche von GIMP reden, sind natürlich die wichtigsten Menüpunkte einmal Fenster und einmal Ansicht. Und schauen wir uns jetzt auch in Bezug auf dieses größere Fenster bzw. das Hauptfenster einmal das Menü Ansicht an. Über den Menüpunkt Ansicht kann ich beispielsweise über die Vergrößerung einstellen, wie groß das Bild dargestellt werden soll. Zum Beispiel kann ich sagen, Vergrößerung zurücksetzen. Ich kann sagen, Vergrößerung in einem bestimmten Maß, 1 zu 16, 1 zu 8, 1 zu 1 und so weiter. Und ebenfalls kann ich auch hier bestimmte Voreinstellungen haben. Bilder in Fenster einpassen, vergrößern, verkleinern, Fenster füllen. Darunter ist der Punkt Fenster anpassen. Wir haben hier ein Bild und ich mache es ein bisschen größer. Dann sehen wir hier, wenn wir es auf 100% haben, dass hier rechts und links noch Ränder sind. Und wenn ich jetzt hier hingehe und sage Fenster anpassen, dann ist das Fenster nur so groß, wie insgesamt auch das Bild groß ist. Das heißt, ich habe nicht hier noch zusätzlich graue Ränder. Und es ist auch ein Vollbildmodus in GIMP vorhanden. Dann gibt es einfach hier keinen äußeren Rand, der jetzt bei uns hier in Blau dargestellt wird. Neben dieser normalen Ansicht kann man sich auch eine Navigationsansicht anzeigen lassen. Das hat den großen Vorteil, wenn ich jetzt hier an mein Bild ranzoome, kann ich hier genau sehen, wo ich an meinem Bild bin, kann hier auch rein und raus zoomen, ohne groß mit vielen Werkzeugen zu arbeiten. Also vor allem bei großen Bildern ist das wirklich sehr, sehr praktisch. Daneben gibt es noch einen Ansichtsfilter. Diese Option ist aber eher für Fortgeschrittene gedacht. Schauen wir uns jetzt hier noch einmal die anderen Punkte an, die jetzt hier jeweils mit kleineren Haken angezeigt werden. Das sind Punkte, mit denen ich hier Funktionen dem Fenster hinzufügen kann. Ein kleines Beispiel, wir sehen jetzt hier ist ein Lineal und wenn ich jetzt dieses Lineal loshaben möchte, kann ich hier unten unter Lineale das Ganze ausblenden lassen. Hier gibt es mehrere Optionen. Ich kann zum Beispiel auch Punkt für Punkt ausschalten oder einschalten. Ich kann Hilfslinien anzeigen. Ich kann mir auch ein Raster anzeigen lassen. Insgesamt kann ich mir auch Prüfpunkte anzeigen lassen. Magnetische Linien, magnetisches Raster. Das muss erst berechnet werden. Magnetisches Raster, Leinwandkanten, aktive Pfade. Es gibt hier wirklich viele Möglichkeiten. Und je nachdem lohnt es sich, wenn man vielleicht etwas vermisst, zum Beispiel das Raster, kann man das einfach mal hier ausprobieren und dann jeweils den Haken setzen, der wie gesagt das Fenster hier in der Mitte anpasst und ihm Funktionen hinzufügt oder Funktionen wegnimmt. Ein paar weitere sehr hilfreiche Optionen sind noch einmal die Rahmenfarbe. Wenn man jetzt hier das Ganze etwas dunkler haben möchte, ist das kein Problem. Oder man kann das Ganze heller machen. Oder man kann sich auch eine eigene Farbe aussuchen, wie zum Beispiel dieses Rot. So viel also zur Ansicht in GIMP, wie wir dieses größere Fenster hier bearbeiten können, beziehungsweise wie wir in Funktionen hinzufügen können und wie das ganze Fenster aufgebaut ist. Blicken wir jetzt auf die anderen Fenster in GIMP, nämlich einmal, was wir jetzt hier sehen, Ebene und Werkzeugkasten. Jetzt muss man grundsätzlich sagen, dass die Oberfläche von GIMP in Fenstern aufgebaut wird. Wir sehen hier, sind die zwei Standardfenster, aber man kann auch mehr Fenster haben und das heißt, ich habe hier verschiedene Fenster für verschiedene Aufgaben. Hier ist zum Beispiel unser Werkzeugkasten mit den Werkzeugeinstellungen, hier sind Ebenen und Pinsel und ich kann auch nach Belieben Fenster hinzufügen und entfernen. Dazu später mehr.
Wenn ihr nicht möchtet, dass ihr so viele Fenster habt, beziehungsweise wenn ihr einfach nur ein Programm haben möchtet ohne viele Fenster, dann gibt es in GIMP den sogenannten Einzelfenstermodus. Diesen erreiche ich, wenn ich auf Fenster gehe und dann auf Einzelfenstermodus. Und dann sehe ich hier, dass ich nicht mehr verschiedene Fenster habe mit den verschiedenen Aufgaben, sondern dass ich jetzt hier alles in einem Fenster habe und nicht mehr einzelne Docs-Fenster, die frei herumschwirren, sondern das ist jetzt wirklich ein festes Programm und in dieses große vorher, was ich Hauptfenster genannt wurde, habe, sind diese ganzen Docs bzw. Dialoge mit integriert. Das kann wirklich sehr praktisch sein. Wenn ich jetzt hier von Fenstern spreche, dann sind das, das habe ich gerade eben schon angedeutet, keine Fenster als solche. Sie nennen sich nicht Fenster, sondern sie nennen sich Docs. Und diese Docs, das sind diese größeren Fenster, bestehen wiederum aus Dialogen. Wie soll man das jetzt verstehen? Wir haben beispielsweise hier das Dock Werkzeug. Wir haben hier dieses eine Dock und in diesem Dock ist einmal der Werkzeugkasten, das heißt die ganzen Werkzeuge, die ich auswählen kann, und einmal noch die Werkzeugeinstellungen. Das sind zwei verschiedene Dialoge. Oder hier in diesem Fenster haben wir einmal ein weiteres Dock und dann haben wir hier einmal Kanäle, einmal Ebenen, einmal Pfade, einmal Muster, einmal Pinsel und einmal Verläufe, was alles wiederum eigene Dialoge sind. Wenn mich jetzt diese ganzen Dialoge stören und ich möchte mal einen freien Blick aufs Bild haben, kann ich einfach die Tabulator-Taste drücken oder über Fenster, Docs verbergen und alle sind weg. Dann sehe ich nur das Bild. Die einzelnen Docs, die wir sehen, können wir selbstverständlich auch schließen oder löschen. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, dieses Ebenenzeug, das brauche ich alles nicht, ich brauche nur den Werkzeugkasten, kann ich das Ganze schließen und dann ist ein Dock ausgeblendet. Und wenn wir gerade von den Docs reden, kann man auch über die Anpassbarkeit der Docs sprechen. Wir sehen hier jeweils die Docs, wie ich ja schon gesagt habe, die aus Dialogen bestehen. Und diese Docs sind dynamisch. Das heißt, ich kann in diese Docs einfügen, was ich möchte. Hier ein Beispiel, wenn ich jetzt hier in dieses eine Doc gehe mit Ebenen, kann ich einfach hier die Pinsel nehmen, kann sie rausnehmen und sie sind in einem eigenen Dialog. Aber ich kann auch aus diesem Doc den Dialogpinsel rausnehmen, füge ihn zum Werkzeugkasten hinzu und schon ist der Dialog nicht mehr hier drüben bei Ebenen, sondern beim Pinsel. Das geht ganz einfach via Drag and Drop. Einfach nehmen und rausziehen. Insgesamt, das kann man sich vielleicht jetzt schon denken, sind jetzt hier in diesen zwei Docs nicht alle Dialoge und alle Informationen mit drinnen. Und wenn wir jetzt über Dialoge sprechen, dann kann man natürlich weitere Dialoge hinzufügen. Und wie geht das? Das geht über das Menü Fenster. Wir sehen hier einmal Fenster, da gibt es einmal den Punkt kürzlich geschlossene Docs. Wir haben nämlich, da ist keins, weil wir jetzt derzeit alle Docs geöffnet haben. Wenn ich jetzt aber beispielsweise hier Ebenen schließe, kann ich den Ganzen hier schnell wieder aufrufen. Daneben ist andockbare Dialoge und jetzt wird es schon interessanter. Hier haben wir viele Dialoge, die wir unseren Docs hinzufügen können oder die wir auch frei als eigenes Doc haben können. Ein Beispiel ist, wenn wir sagen, wir möchten die Fehlerausgabe haben, das braucht man in der Praxis eigentlich weniger, kann ich das Ganze hier mir als Dialog anzeigen lassen und kann, wie gesagt, das Ganze hier an einen Doc mit anschließen. Und hier gibt es viele weitere Dialoge, zum Beispiel die Zeichendynamik, Muster, Werkzeugvoreinstellungen, Ablagen, verschiedene Bilder, die Navigation haben wir vorhin schon gezeigt, Prüfprogramme, Histogramme kann ich mir anzeigen lassen und viel mehr. Das heißt, alles Dialoge, die ich hier in meinem Werkzeugkasten oder einem anderen Doc einfach anschließen kann. Also so viel jetzt einmal zur grundsätzlichen Oberfläche von GIMP und wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr was davon lernen konntet und wir freuen uns wirklich sehr über alle eure GIMP-Wünsche und schreibt uns doch einfach mal, was ihr euch für ein Video wünscht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.